Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute soll es darum gehen, E-Zigarette im Urlaub, was muss ich beachten? Grundsätzlich sei gesagt, jedes Land hat verschiedene Bestimmungen. Und ich denke, die meisten von euch werden schon ihren Urlaub gebucht haben. Einige von euch überlegen noch, wo sie hinfahren möchten. Und ich glaube, nicht alle wissen, darf ich in dem jeweiligen Land auch dampfen oder ist das vielleicht verboten? Weil es ist nicht so überall wie in Deutschland, dass man einfach die E-Zigarette auf der Straße auspacken darf und ganz normal nutzen darf. Es gibt positive Beispiele auf der Welt, es gibt aber auch extremst negative Beispiele. Ich persönlich bin der Meinung, man sollte sich im Ausland immer so verhalten, wie man auch möchte, dass jemand, der bei sich selber zu Hause als Gast da ist, auch verhält. Das heißt, in einer gewissen Art und Weise ein bisschen zurückhaltend. Zum Beispiel Italienurlaub vor anderthalb Jahren bei mir. Am Pool, ich habe extra dafür ein M2L-Gerät mitgenommen, weil ich nicht wollte, dass die Liegenachbarn sich irgendwie gestört fühlen, und hat alles super funktioniert, keiner hat sich beschwert, war ein sehr schöner Urlaub gewesen. Anderes Beispiel, USA-Urlaub vor 2,5 Jahren, New York. Grundsätzlich ist in Amerika das Dampfen erlaubt, überhaupt kein Problem, auf der Straße, jeder zweite dampft eigentlich. Aber 9/11 Memorial, ich stand dort mit meiner Freundin, habe ganz normal wie überall anders auch gedampft, und nach wenigen Minuten kam eine Polizistin zu mir und hat mich nett, aber bestimmend darum gebeten, die E-Zigarette bitte wegzupacken, obwohl andere Leute um mich herum ganz normal geraucht haben. In den USA will man sich nicht unbedingt mit der Polizei anlegen, dementsprechend habe ich mich dran gehalten, E-Zigarette weggepackt und ein paar Straßen bei wieder ausgepackt und ganz normal weitergedampft. Was möchte ich euch damit sagen? Auch wenn das Dampfen in einem Land grundsätzlich erlaubt ist, sollte man immer noch schauen, dass es verschiedene Orte gibt, wo es trotzdem problematisch sein kann. Wie in den USA, zum Beispiel bei Denkmälern. Muss man einfach darauf achten, dass da dort das Dampfen vielleicht nicht unbedingt so gern gesehen ist. Einfach ein bisschen zurückhalten im Urlaub und nicht unbedingt einen TV-12 auspacken und die Monsterwolken raushauen und die Person rechts oder links neben einem noch voll ins Gesicht reinpusten. Bin ich der Meinung, sollte man gerade im Ausland, aber auch hier in Deutschland, vermeiden, wenn möglich. Wie gesagt, jedes Land hat verschiedene Bestimmungen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wo ihr hinfahrt, ob es da erlaubt ist, könnt ihr immer beim Auswärtigen Amt oder bei der Touristeninformationszentrale anrufen und dort nachfragen. Ich werde euch auch gleich auch noch in die Beschreibung einen Link reinpacken, wo eine für 2018 aktualisierte Liste drin ist, wo einige Länder von dieser Welt drauf sind und die jeweiligen Bestimmungen dazugeschrieben sind. Wenn ihr euer Land dann nicht findet, wo ihr hinfahrt, könnt ihr immer noch da anrufen und dort nachfragen. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, es vorher zu machen, weil es gibt tatsächlich Länder, wo E-Zigaretten komplett verboten sind und teilweise sogar unter Strafe gestellt sind. Und ich glaube, ihr wollt auch nicht unbedingt mehrere tausend Euro Strafe zahlen oder sogar ins Gefängnis gehen, nur weil ihr eine E-Zigarette mitnimmt. Ich werde mal zu ein paar Beispielen kommen. Grundsätzlich in Europa ist das Dampfen erlaubt. Es gibt aber auch in Europa einige Länder, wo es ein bisschen problematisch ist. In Europa gilt die TPD2. Das bedeutet, grundsätzlich ist es erlaubt, aber zum Beispiel in Finnland. Finnland hat strengere Regeln. In Finnland würde ich euch empfehlen, nehmt euer eigenes Liquid mit, und zwar genug davon. Weil in Finnland kostet das Ganze aufgrund höherer Steuern locker mal 3 Euro mehr pro Flasche für eine kleine 10ml Flasche. Zahlt ihr nicht 4, 5 Euro, sondern 7, 8 Euro. Ansonsten könnt ihr in Finnland ganz normal dampfen. Norwegen. Norwegen ist der Verkauf von nikotinhaltigen Liquids verboten. Also wenn ihr Liquids mit Nikotin dampft, könnt ihr in Norwegen keine kaufen. Also auch dort bitte nehmt euer eigenes Liquid mit und das ausreichend. Wenn jetzt Fragen kommen sollten, punkto Flugzeug, was muss ich da beachten? Dazu werde ich noch ein eigenes Video machen. Welche Bestimmungen gibt es im Flugzeug mit dem Liquid, mit den E-Zigaretten, mit den Akkus und so weiter? Dazu wird es noch ein gesondertes Video geben. Australien, wobei bleiben wir erstmal bei, nee, das war Europa, war soweit. Der Rest der europäischen Länder sind eigentlich vollkommen in Ordnung, da könnt ihr dampfen. Und zum Beispiel Frankreich, England, Spanien, alles gar kein Problem. Italien könnt ihr ganz normal dampfen, wie in Deutschland auch. Und bekommt auch meistens dort Nachschub, falls ihr nicht genug Liquid dabei haben solltet. Jetzt kommen wir mal zu anderen Ländern, die nicht in Europa sind. Australien. In Australien sind die E-Zigaretten grundsätzlich erlaubt, aber auch dort sind nikotinhaltige Liquids verboten. Also wenn ihr nach Australien fahren sollt, und denkt, Australien fährt man nicht nur für eine Woche, sondern eher 2, 3 Wochen, nehmt genug Vorrat mit. Ganz, ganz wichtig.
Aber, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, wenn ihr dort Liquids mit Nikotin mitnehmt, braucht ihr eine medizinische Ausnahmeregelung oder Ausnahmegenehmigung. Um die muss man sich auf jeden Fall im Vorfeld kümmern, weil auch sonst kann es Probleme geben, weil Liquids mit Nikotin sind grundsätzlich illegal in Australien. Also kümmert euch, wenn ihr in Australien fahrt oder fliegt, um diese Ausnahmegenehmigung, ansonsten könnte es zu Problemen kommen. Jetzt kommen wir zu Ländern, die aktuell sehr beliebt sind, und zwar Dubai, Brunei, Katar. Fangen wir Katar mal an. In Katar herrscht ein vollständiges Verkaufs- und Einfuhrverbot von E-Zigaretten. Wenn ihr E-Zigaretten mitnehmt, solltet ihr euch auf ein großes, großes Problem vorher gefasst machen, weil die werden euch, wenn sie gefunden werden, bei der Einfuhr, also beim Zoll am Flughafen abgenommen und es kann sogar zu einer Strafe kommen. Also wenn ihr nach Katar fliegt, lasst die E-Zigarette am besten zu Hause oder ansonsten auf eigenes Risiko. Dubai. Auch dort ist das Ganze für Touristen auch verboten. Auch dort kann es zu Problemen kommen. Auch dort müsst ihr schauen, dass ihr, wenn ihr eine E-Zigarette mitnehmt, oft darauf auch gefasst macht, dass ihr euch am Flughafen abgenommen werden kann. Und auch dort kann es passieren, dass ihr Strafe zahlen müsst. Brunei ist eine absolute Horrordestination für Dampfer. Und zwar sind E-Zigaretten da komplett verboten. Und wer beim Dampfen erwischt wird, muss mit einer Strafe von bis zu, passt euch fest, $5,000 rechnen. $5,000, wenn ihr in der Öffentlichkeit beim Dampfen erwischt werdet. Thailand ist auch schwierig, wobei ich davon vielen gehört, dass sie auch da dampfen können, aber auch da ist es nicht ganz so erlaubt. Singapur ist eines der schlimmsten Länder für E-Zigaretten. Singapur hat sehr, sehr, sehr strenge Gesetze und die Strafen betragen bei erstmaligem Verstoß, dass man erwischt wird, bis zu $10,000 oder einem halben Jahr Gefängnis. Ihr seht also verschiedene Länder, verschiedene Gesetzesgebungen. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr außerhalb von Europa verreist. Europa ist eigentlich grundsätzlich weniger problematisch. Aber wenn ihr außerhalb von Europa verreist, informiert euch vorher. Egal welches Land, informiert euch vorher, ist es dort erlaubt, ruft beim Auswärtigen Amt an. Und wenn es nicht erlaubt ist, lasst die E-Zigarette zu Hause. Ich weiß, es ist doof, wenn ihr davon, ja in Anführungsstrichen, abhängig seid. Das heißt, ihr braucht eure E-Zigarette. Schwieriges Thema. Ich persönlich würde, glaube ich, sagen, wenn ich nach Dubai fliege, würde ich die E-Zigarette zu Hause lassen. Es wäre nicht einfach, weil ich glaube trotzdem, dass man trotzdem abhängig ist von E-Zigaretten. In einer gewissen Art und Weise. Ich kann auch zwar 2-3 Tage nicht dampfen, aber ich freue mich auch, wenn ich am 4. Tag wieder dampfen kann. Ihr müsst am Ende des Tages selbst entscheiden. Es ist nur eine Empfehlung von meiner Seite aus. Wenn ihr ins nicht-europäische Ausland fahrt, informiert euch. Wenn es verboten ist, lasst die E-Zigarette zu Hause. Und ich hoffe, ihr könnt dann einen schönen Urlaub haben. Wie gesagt, alle weiteren Informationen findet ihr in der Beschreibung. Wenn noch Fragen da sein sollten, gerne in die Kommentare rein. Ansonsten wird es noch ein weiteres Video geben. E-Zigarette im Flugzeug, was muss ich da beachten? Das wird in den nächsten Tagen kommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Informationen für euch sammeln. Und ich wünsche euch einen schönen Urlaub. Genießt die Sonne. Und wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin.